Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Hagen im Tal der Nebelungen. In diesem Film geht es um den Waffenmeister Hagen von Trondje. Der wird gespielt von Gilles Harper. Den kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Pfad des Krieges oder die Heineken-Entführung. Und dieser Hagen hat ein Problem, denn das Königreich, wo er Waffenmeister ist, ja, hat momentan doch sehr viele Krisen. Und ja, ihre Feinde, also die Feinde des Königreiches, werden immer stärker und das Königreich wird immer schwächer. Und auch der König, der die Hand über Hagen drüber gehalten hat und auch ihn ja fast mehr oder weniger auch mit großgezogen hat, kommt leider bei einem Gefecht ums Leben. Und ja, somit werden die Söhne von dem König halt neue Befehlshaber. Und ja, was sie brauchen, sind Verbündete. Und ja, was wollen sie versuchen? Sie wollen zum Beispiel versuchen, dass die Tochter des Königs, Kremild, gespielt von Lilja van der Zwaag, die man zum Beispiel aus Home Shopper's Paradise kennt, die auch so ein bisschen Ähnlichkeit hat wie Millie Elcock, die jetzt demnächst die neue Supergirl wird. Also die beiden sehen schon recht ähnlich aus, muss ich sagen. Also da habe ich erst gedacht, ist sie das? Aber konnte mir nicht vorstellen, dass die Deutsch spricht, weil in den Filmen wird definitiv Deutsch gesprochen. Ja, und Millie Elcock kennt man auch zum Beispiel aus House of the Dragons zum Beispiel. Also wer da mal kurz nachschlagen will. Die beiden sehen schon verdächtig ähnlich aus. Also als wenn da Schwestern wären, die nichts voneinander wüssten. Aber nichtsdestotrotz, das war ursprünglich der Plan, sie mit einem anderen Hause zusammenzubringen, um halt Verbündete für das Königreich zu bringen. Aber das hat leider so nicht ganz geklappt. Und eines Tages kommt ein junger Mann in das Dorf mit ein paar Leuten und stellt sich als Siegfried raus. Siegfried wird gespielt von Janis Niewöhner. Den kennt man zum Beispiel aus Rubinrot, Smaragdgrün oder auch zum Beispiel aus Ostwind 2. Und dieser Siegfried bringt, ja, sagen wir mal, ziemlich Unruhe in dieses Gebiet, also in dieses Königreich. Denn der ist so ein bisschen, ja, er hat so seinen ganz eigenen Kopf. Also Befehle nimmt er ja so mal mehr, mal weniger entgegen. Und auch so Hierarchien wie König und so, ja, kann man mal machen, muss aber auch nicht unbedingt sein. Und er bringt sehr viel Unruhe auch in dieses Königreich, was den Hagen auch nicht so gefällt. Er versucht ihn so ein bisschen, ja, zu mäßigen, was ihnen aber auch nicht wirklich gut gefällt. Und dann wollen der König und Hagen kommen dann zu dem Entschluss, dass das vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, Brunhild, dass der König sich mit Brunhild vermählt. Brunhild ist die Anführerin der Walküren.
Und die Walküren gelten als ziemlich unbesiegbar, was dann das Königreich dann nochmal zu einem ganz neuen Glanz und zu einer ganz neuen Ebene verhilft. Und ja, das, sie versuchen dann aufzubrechen, um die Walküren zu überreden, dieses Bündnis einzugehen. Ja, so viel dazu. Also, ich fand den Film interessant. Ich hatte von der Legende zwar schon mal gehört, aber bin da nie so richtig, Kontakt gehabt. Ich habe es nur mal so ein bisschen gehört. Von den Hagen habe ich schon mal was gehört. Und ja, von den Drachentöter Siegfried habe ich auch schon mal was gehört. Aber ich habe das alles nie so wirklich in Verbindung gebracht. Bis dann jetzt dieser Film rauskam und der Film hat viel Gutes zu bieten. Also die Schauspieler sind super in ihren Rollen drin. Das gefällt mir alles richtig gut. Also einige Drehorte waren in Kunta Hoya in Mittelböhmen und in der Kulisse der Frohleichnamskapelle zum Beispiel. Dann auch einige Aufnahmen entstanden in der Stadt Kolin. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf den Burgen, also ich kann es echt nicht aussprechen, es sind so komische Hieroglyphen da drin. Tonic und Hilfsin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, also da muss man sagen, was die Kulissen angeht, absolut erstklassig. Das hat sowas von super gepasst. Das war sowas von, sowas von passend gewesen. Man hat wirklich gedacht, es ist genau der Ort, wo das alles entstehen sollte. Und zwar war ja die Burg damals ja, wo der Hagen von Tronje und so waren, das war ja Worms gewesen. Und dieser Siegfried war ja auch der Siegfried von Xanten. Und somit hat das ja auch alles so ein bisschen ja auch, man hat es einfach geschafft, dieses mittelalterliche Feeling reinzubringen. Man hat es geschafft mit den Kostümen. Hat man wirklich, die Kostüme waren gut. Ich weiß nicht, ob sie jetzt authentisch waren, aber für mich sahen sie einfach gut aus. Und für das es eine europäische Produktion war, habe ich mir schon gefragt, dass so gute Leute das so gut hinkriegen in einer europäischen Produktion, fand ich schon außergewöhnlich gut. Nichts gegen deutsche und europäische Produktionen, aber dass das jetzt so gut rübergebracht wird mit dieser Emotionalität, mit diesen Kulissen, diesen ganzen Drumherum einfach. Da hat man wirklich jede Menge richtig gemacht. Man hat auch, diese ganzen, ich hatte mir ein bisschen mehr Kampfszenen gewünscht. Also es gab da sehr viel Rederei und so weiter. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Kampfszenen gewünscht. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr, dieses Feeling einfach, dieses Kampffeeling und noch ein bisschen mehr dieses Bedrückende, dass das Königreich so wirklich in Gefahr ist und von Feinden umlagert ist. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Dramatik gewünscht. Aber nichtsdestotrotz, der Film ist einfach mit 2 Stunden 15 zu lang. Also das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, da hätte man vielleicht, entweder hätte man da ein bisschen mehr Kampfszenen reingebracht, um die Zeit ein bisschen, noch ein bisschen mehr Power zu geben, oder man hätte ein paar, unwichtigere Sachen mal rausgekürzt, um dann halt ein
bisschen mehr Dynamik reinzubringen. Der Film ist definitiv nicht schlecht, aber er ist mir einfach mit 2 Stunden 15 zu lang gewesen. Das ist einfach... Ich weiß nicht, was man sich da teilweise denkt, die Filme da so lang zu machen. Bei manchen Filmen macht das ja durchaus Sinn haben. Aber da hätten 2 Stunden gut gereicht. Also da hätte man definitiv den Film ein bisschen gestrafft, aber ein bisschen mehr Dynamik reingebracht, was mir dann wahrscheinlich definitiv auch besser gefallen hätte. Also auch schauspielerisch, also gerade der Siegfried von Xanten, Jannis Niewöhner, muss ich sagen, hat diese Rolle sowas von genial gespielt. Also als wenn ihm diese Rolle auch auf den Leib geschnitten wäre. Genauso wie Jills Haber, der Hagen von Tronje. Einfach genial. Einfach genial, wie der das gespielt hat. Also das hat man ihm wirklich sowas von 1000%ig abgenommen. Auch so, wie man ihn da auch so fertig gemacht hat, so kostümmäßig und das alles. Leute, das war richtig stark. Und damit ich beim nächsten Filmbesuch nicht ohne Snacks ins Reingehen muss, gibt es jetzt noch ein bisschen Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja. Hagen im Tal der Nebelungen. Ein Film, Fantasy, Action mit nicht so vielen Schlachten, wie ich es gerne gehabt hätte, aber mit tollen Kostümen, tollen Schauspielern, mit einer ja etwas zu langen Filmzeit. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich sehr sehenswerter Film, wenn man gerne mal mehr über diese ganze Legende von dem Hagen von Tronje wissen möchte. Und somit gebe ich diesen Film ja, so 4 Totenköpfe kann ich den Film schon geben, weil abgesehen, dass der Film ein bisschen zu lang war und dass der Film vielleicht mal ein bisschen noch mehr Kampfszenen gerne gehabt hätte, war der Film super gewesen. Da gab es nicht wirklich viel auszusetzen. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film Hagen im Tal der Nibelungen. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.